herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich fange mal an, bevor ich dieses Riesenchaos euch zeige, was herum, um mich herum liegt, möchte ich nur ganz kurz sagen, die Verlosungen für die Glowboxen sind abgeschlossen. Es sind bereits alle zwei Gewinner gezogen worden und ich habe die Pakete vor ein paar Tagen schon weggebracht. Am Montag direkt, Dienstag beziehungsweise mittlerweile. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr nicht so traurig seid. Macht bitte bei meiner 1000 Abonnenten-Verlosung mit, denn die läuft ja noch bis zum 6. Dezember und dann lose ich aus. Ich habe absolut keine Zeit gehabt, hier praktisch ein Video abzudrehen. Das ist auch mega untypisch. Es waren leider sehr viele, zwar nette Kommentare dabei, aber es wurden andere Dinge dafür nicht gemacht. Das ist natürlich mega, mega stressig, weil ich musste alles durchgucken. Und ich habe mir die Mühe tatsächlich gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr nicht traurig seid. Und wir beginnen mal mit meinem Haul. Und ich habe so coole Sachen. Ich habe bei The Body Shop, ich habe neue Wimpern entdeckt von Eyelure, die es eigentlich nur in Amerika gab. Richtig, richtig Baboom-Wimpern. Habe von den Blackboxen zwei Editionen geholt. Habe mein Beauty Bay und Douglas Haul zusammengelegt und Primark. Und ich würde mal sagen, bevor ich euch weiter langweile, starten wir mal in das Video. Beginnen möchte ich mit den Black Friday Boxen. Ich habe, wie ihr schon seht, die Items auseinandergenommen. Das heißt, ich habe mal reingeguckt, da sind solche komischen kleinen, das sieht aus wie so Cornflakes Bubbles oder so, reingemacht. Und die Dinger sind wirklich, wirklich, wirklich anstrengend. Also habe ich gedacht, nee, ich mache die mal raus. Und ich habe hier zum einen die wunderschöne Hattie Box. Und ich zeige euch mal den Inhalt. Seid verdammt schnell, Leute, weil die Boxen, ich denke nicht, dass ihr die noch bekommen werdet, wenn sie weg sind. Ich habe von Luisa Crush schon ein Video gesehen und da hatte die, also mit, ich glaube, Sarah Desideria und nochmal jemanden, hatte die Boxen ausgepackt. Und ich muss sagen, ich gucke solche Boxendinger schon sehr wohl an, weil ich einfach wissen will, lohnt sich das zu kaufen oder nicht. Hattie Tischmidt hat praktisch einen Highlighter Brush von Ebelin, der übrigens schon alleine fast 5,95 kostet. Allein das hat sich dann schon gelohnt. Dann voll schön eine Autogrammkarte mit Hatties Unterschrift drauf, aber ist natürlich nur gedruckt. Aber sehr, sehr schön sieht er darauf aus. Mega, mega sleek. Ich mag das auch total. Dann haben wir hier die Catrice Techniques, so eine Art All-Around Palette. Ich habe die tatsächlich, oh Gott, diese Pinsel sind schrecklich. Ich habe die tatsächlich schon gehabt und ich finde die sehr, sehr gut. Ich habe die auch in Benutzung. Ich habe jetzt tatsächlich drei Backups davon, weil irgendwie bei der Glow habe ich zwei bekommen und jetzt habe ich davon auch nochmal welche gekriegt. Also, wow. Also auf jeden Fall sehr, sehr schöne Palette. Da habt ihr Kontur, Blush, alles zusammen, Creme, Highlighter und so weiter. Dann hat sie eine matte Lip Cream eingepackt in einer Farbe, die ich jetzt nicht so flattering finde. Also ich finde die jetzt nicht so schön. Also ich glaube, da hätte mir was ganz Dunkles super gefallen, aber die ist auch auf jeden Fall drin gewesen. Und dann habe ich hier noch einen Mono Eyeshadow in so einem Braun. Das ist gerade super, super in, also braun. Und einen Felt-Tip Eyeliner, den habe ich übrigens hier schon mal benutzt. Der bei mir allerdings, ich hoffe, ihr seht das. Seht ihr das, wie das ausblutet? Das ist für mich jetzt ein so ein Zeichen, wo ich jetzt nicht so begeistert bin, weil das ist halt so ein bisschen, also wenn halt so, ich sag mal, Eyeliner ein bisschen rausbluten, dann ist das wirklich schrecklich, weil euer ganzes Make-up eigentlich im Arsch ist. Dann haben wir noch von der wunderschönen Sarah Harrison, die ist ja gerade in L.A., die wohnt ja dort gerade, beziehungsweise versuchen sich ja dort ein Standbein zu machen, aber es ist so geil. Die hat einen Double Volume Shine Nagellack reingepackt. Dann eine wahre Schätze-Maske, die ich übrigens sehr gut finde. Und dann hat sie noch einen Gutschein für ihre Firma mit dem Dominik zusammen. Eine Tuchmaske Anti-Stress, die werde ich mir direkt benutzen. Und ich finde ihre Autogrammkarte wunderschön. Ich weiß gar nicht, die Sarah Novak ist mir früher gar nicht aufgefallen. Ich war in der Staffel, habe ich geguckt, wo sie mit dem Paul Janke, ich glaube, das war der Paul. Gott sei Dank hat sie die Krabbe nicht geheiratet, denn sie hat, oder überhaupt nicht mit dem zusammengekommen ist, weil sie hat einen wunderschönen Mann, eine ganz, ganz tolle, süße Tochter, die Mia. Und dann haben wir hier noch eine wunderschöne Farbe des Lippenstiftes in der Farbe 473. Da gucke ich allerdings, ob ich den noch schon habe. Und ein Stück der Invisibobbles. Ich mag Invisibobbles sehr gerne, aber allerdings momentan trage ich gerade diese ganz soften, weil ich einfach denke, das wird sonst zu hart. Ich habe, wie gesagt, dann noch
ganz neue Wimpern gefunden. Und zwar sind das diese hier. Eyelure Lashes ist eine Marke aus Amerika. Die gab es eigentlich, also es kommt ja mittlerweile immer, immer mehr nach Amerika, von Amerika hier rüber. Und das sind richtig geile Wimpern. Also die sollen sehr leicht sein. Ich finde die auch super dramatisch. Ich habe ähnliche, die wie vom Primark so aussehen. Die haben mich 5,95 gekostet und ich dachte, die probiere ich auf jeden Fall mal aus. Und ich zeige euch jetzt meinen Lieblingsteil des Hauls. Und zwar immer ist es Beauty Bay und Douglas. Ich habe leider einen kleinen Hass auf Beauty Bay gerade. Beauty Bay hat eine. Ich habe wirklich für mehrere hundert Euro geshoppt bei Beauty Bay. Das ist kein Geheimnis, das habe ich euch letztes Mal schon gesagt. Ich habe das ganze Jahr Geld zur Seite gelegt, um praktisch für diesen Black Friday Haul gewappnet zu sein, damit ich mir wirklich auch mal meine Lippenstifte kaufe. Die Produkte, die ich sonst einfach nicht kaufe, weil sie einfach zu teuer sind. Weil auch wenn ihr Jeffree Star Liquid Lipsticks kauft, ja, ihr zahlt einfach mal 20 Euro oder 18 Euro für einen und da könnt ihr auch 12 bis 11 Euro zahlen. Das ist natürlich auch nicht schick oder 11 bis 12 andersrum. Und ich habe auf jeden Fall das größte Paket mit locker 10 Lidschattenpaletten und was weiß ich. Bleibt einfach in den UKs. Es kommt nicht, weil die Alien-Sachen noch nicht gelauncht sind von Jeffree Star. Ich sitze jetzt hier, bin stinksauer, habe fast 400 Euro in dem Paket und immer noch ist mein Paket nicht hier. Ich habe mit ein paar anderen gesprochen, habe auch bei Insta-Stories und so immer wieder jetzt gesehen, dass ganz arg viele dieses Problem haben, dass Beauty Bay praktisch nur die, sag ich mal, also echt lange fürs Versenden braucht. Ich finde, Beauty Bay hätte sich darauf besser vorbereiten sollen, weil Black Friday war ja ganz klar, dass der ihr halbes Lager aufgekauft wird. Und bevor wir uns weiter aufregen, wie gesagt, ich warte darauf. Es wird dadurch nochmal einen Teil geben, wo ich euch nochmal einen Teil des Beauty Bay Hauls zeige. Das ist allerdings der größte mit den meisten Items und den größten Paletten. Deswegen, ein bisschen ärgerlich ist es schon, weil ich gedacht habe, boah, ich könnte alles zusammenlegen zu einem riesen Black Friday Beauty Bay Haul, aber irgendwie hat das alles nicht geklappt. Aber bevor ich das Zeug jetzt hier weiter rumstehen lasse, ohne es zu benutzen, dachte ich, packe ich das jetzt mal aus und zeige euch auf jeden Fall, was für Items ich gekauft habe. Beauty Bay ist an sich eigentlich ein ganz toller Online-Service. Ihr kriegt eigentlich innerhalb von maximal 4, 5 Tagen eure Ware und sie ist auch mal super eingepackt. Ich habe hier so eine kleine Übersicht, ja. Und ich habe bei, erstmal jetzt, bevor ich was weitermache, ich habe jetzt einige Items jetzt erstmal gekauft gehabt bei Douglas. Und zwar, Douglas hatte bei Black Friday 20%. Ey, das haben sie das ganze Jahr. Also ihr könnt im Prinzip im Durchschnitt alle 6 Wochen bei Douglas für 20% weniger kaufen. Und zwar habe ich die wunderschöne Sultry-Palette, die ich auch auf den Augen trage, mir gekauft. Diese Palette ist so geil. So geil. Ich kann es nicht mal in Worte fassen, ja. Die Farben, ich kriege schier keine Luft, wenn ich drüber nachdenke, ja. Das sind so heftige Lidschatten, ja. Unglaublich. Also, das ist die beste, neben der Soft Glam Palette, habe ich ja noch keine anderen, weil ich ehrlich gesagt die Preiskategorie etwas arg finde. Ich habe jetzt für die etwas mehr wie 32, ich habe 32 irgendwas bezahlt. Ich finde sie wunderschön. Was ich allerdings krass fand, bei Beauty Bay gab es die für 48 Euro und bei Douglas gab es die für 59 Euro. Douglas, I see you. Ich fand das ein bisschen beschiss, muss ich sagen. Abzüglich der 20% wart ihr einfach nur minimalst über den Preis, wo ihr bei Beauty Bay sowieso gezahlt hättet. Also Douglas, das habe ich mir gemerkt. Ansonsten bestelle ich nicht mehr bei euch, weil das ist nämlich safe nicht in Ordnung. Die Palette hat bei Douglas 59 Euro gekostet. Und schaut mal an, wie toll die ist. Ich muss sagen, Douglas hat wahnsinnig nachgelassen, auch mit der Verpackung. Ich bin nicht immer zufrieden mit der Verpackung, auch mit dem System, wie die jetzt gerade Rabatte geben, finde ich auch scheiße, muss ich ehrlich sagen. Klar gibt es ja immer 20%, aber die Sachen sind auch teilweise ein ganzes Stück teurer geworden. Also, I see you, also verarschen lassen lasse ich mich nicht. Ich habe sie halt dann trotzdem dort gekauft, weil ich wollte noch ein paar andere Items, die es woanders halt nicht gibt. Ich habe sie jetzt praktisch für einen normalen Preis von knapp 36 Euro gekauft oder so, weil sie halt 59 Euro dort gekostet hat. Das fand ich schon ein bisschen viel. Ich habe jetzt wirklich, ich glaube, 37 Euro oder so bezahlt. Also bei Beauty Bay hätte ich sie so oder so für 38, 50 gekriegt. Das ist, glaube ich, also ich glaube, die waren um die 38 Euro. Ich glaube, Novina und die 8, ich glaube, 38 Euro war richtig. Und muss sagen, echt schade. Also fand ich nicht in Ordnung von Douglas. Also da bin ich echt angepisst. Dann habe ich gesehen, dass sie von Iconic London dieses Water Mist Glow Spray rausgebracht haben.
Das einzig Gute bei Douglas ist, dass sie sich echt viele Marken unter Nagel reißen, wo man eben drankommt. Und ich habe mir das wunderschöne Glow Mist gekauft. Ich habe keine Ahnung, wer der Sprüher ist. Ich hoffe gut. Ah, so. Das ist ein Glow Mist. Und wow, der riecht voll gut. Also, ich weiß natürlich nicht, wie glowy das jetzt wird. Also, das hat nichts mit der Farbe zu tun, die da drin ist. Also, ihr werdet jetzt nicht plötzlich dunkel werden oder so. Aber ich habe das gesehen bei Michael Finch und ich fand das so geil, das Zeug. Also, auch wie das aussieht, wie cool ist das bitte. Ich mag mittlerweile Glow Sprays sehr, sehr gerne und es ist sehr, sehr schön. Und dann habe ich mir von der Limited Edition von MAC, habe ich mir diesen wunderschönen Skin Perfector in der Farbe Oh Darling. Das ist ein Extra Dimension Skin Finish. Das ist praktisch einer von diesen Highlightern. So toll, sag ich euch. Das ist auch der Highlighter, den ich auf der Wange gerade trage. Wunder, wunderschöner Highlighter. Ich habe auch die Version vom letzten Jahr. Ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Fan von diesen Limited Edition Highlightern. Ich glaube aber, das da habe ich gehört, der Oh Darling, das ist wohl schon einer, aber halt in einer besonderen Verpackung. Das kann natürlich sein, aber ist halt so. Dann machen wir gleich weiter mit Beauty Bay. Und zwar Beauty Bay, da habe ich ja wie gesagt ein zweites Paket erst bekommen. Übrigens das Glow Spray ist schön, ja. Und ich habe mir eine Sigma Brush gekauft. Und zwar habe ich jetzt diese für das Make-up tatsächlich benutzt. Ich habe davon zwei bestellt. Sigma Brushes sind sehr, sehr, sehr teuer. Also da könnt ihr locker 30 € und mehr bezahlen. Die kostet knapp 28, 30 € und habe jetzt 18 € bezahlt und habe mir dafür zwei bestellt. Das ist eine 3D Kabuki Brush. So geiles Einarbeiten vom Make-up. Oh, can we just talk about it? Also ihr könnt super euer Make-up eintragen. Ihr könnt zum Beispiel auch super euren Concealer einarbeiten. Das ist so eine All-in-One Brush. Ihr könnt die auch super, also die ist auch super soft gebunden. Und ich liebe diese Brush auf jeden Fall. Ich habe mir definitiv ein Backup gekauft, weil ihr wisst, mit Pinseln bin ich so ein bisschen extra, extra. Und dann habe ich mir, weil die echt nichts gekostet haben, 13 € die Royal Affair Brushes gekauft von BH Cosmetics. Ich habe auch die Palette, die aber in dem anderen Päckchen noch drin ist. Und habe mir von der Royal Affair die Brushes gekauft. Ich packe euch mal die Brushes aus, die ich jetzt definitiv mal benutzen werde. Ich finde die leider nicht sehr schön gelungen. Ich finde die super günstig. Also, ich zeige euch mal, das ist so metallisch. Mir hätte das tatsächlich, also Royal Affair, mir hätte das matt besser gefallen und schwerer. Also, das ist so eine Crease Brush oder eine Highlighter Brush, ja. BH Cosmetics ist halt so, die haben manchmal entweder geile, also zum Beispiel jetzt diese Brushes, die mit dem Marmor, kann ich nur empfehlen, die sind mega geil. Aber die finde ich jetzt zum Beispiel wieder 1 € ladenmäßig. Also heute bin ich echt am Stänkern, Leute, weil ich habe halt sehr viel Geld ausgegeben die letzten Tage, beziehungsweise die letzten 2 Wochen, seitdem halt die Sales angefangen haben. Und muss euch sagen, sowas ist echt inakzeptabel. Also ich finde halt, BH Cosmetics nimmt halt wirklich über 20 € für die da. Und die sind zwar made in China, aber die haben früher nicht so ausgesehen. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier ist so ein Buffer. Ich glaube, die sind auch ganz gut. Da ist jetzt nochmal ein Pinsel gewesen. Hier ist noch so ein Eyeliner-Brush. Und das sind sehr coole Brushes. Ich finde halt irgendwie, dass sie sehr, sehr günstig aussehen, weil sie halt einfach metallisch sind, aber irgendwie auch so vom Gefühl her nicht so schön sind. Also ich habe zum Beispiel diese hier, das sind auch BH Cosmetics Brushes, sind erstens mal viel länger, seht ihr das? Das ist jetzt hier die Highlighter Brush, die ich hier die ganze Zeit benutze, wo übrigens immer ein bisschen Resthighlighter ist. Und also die Pinsel an sich, die Haare sind immer sehr gut, aber ich mag nicht dieses Material drumherum. Es sieht halt nicht sehr schön aus. Also wie gesagt, diese Buffer Brush, die werde ich benutzen. Ich weiß, dass die Buffer sehr gut sind von BH Cosmetics. Dann haben wir hier noch so einen angeschrägten Konturpinsel, den werde ich jetzt nicht benutzen. Da werde ich jetzt einige in meine Backups legen hinten. Und dann haben wir hier noch einen angeschrägten Rouge Blush, ich denke Brush, Blush, Brush, genau. Den werde ich noch benutzen. Dann habe ich hier wie heißt es, ein so ein Puderding. Also ich denke, den kann man gut zum Wegfegen benutzen. Ich werde die allerdings in die Backups legen, damit praktisch nicht so viele Pinsel rumliegen oder benutzt werden, die ich halt jetzt so nicht brauche. Das wäre ja Quatsch sozusagen.
Die Augenbrushes werde ich aber alle benutzen, weil ich weiß, dass die einfach gut sind. Nur ich bin halt einfach echt enttäuscht, weil ich fand die, die irgendwie schon mal schöner. Also schaut mal, die sind halt jetzt nicht so eye-catching wie die anderen Produkte, die ich sonst einfach von denen kenne. Und dann habe ich mir nochmal eine Make-Up Revolution Conceal and Define Foundation. Ich mag die wahnsinnig gerne. Ich habe jetzt gerade Fenty Beauty drauf, aber die kommt denen verdammt nah. Und ich habe mir diverse Farben, den Swatch bzw. die Bilder, tue ich euch hier reinhängen. Ich habe mir eine ganz, ganz tolle Farbauswahl von Dose of Colors gekauft. Und zwar gab es die bei Beauty Bay zwischen 8 und 12 Euro. Und ich habe mir jetzt einige Farben rausgesucht. Also sowas Nudiges, Rot, dann so ein Strawberry, dann so ein Berry Me. Also die Dose of Colors sind wirklich wahnsinnig gute Formulierungen. Also ich liebe die, ja. Und ich mag die unheimlich gern. Die sind wirklich so weich und so, so toll auf der Lippe. Trocknen auch nicht so stark aus. Ich muss sagen, der Black Friday hat mich dieses Jahr extrem gestresst, weil irgendwie teilweise ja also Produkte teurer gewesen sind. Leute, da müsst ihr echt aufpassen. Zum Beispiel hier, die kostet bei Douglas 60 Euro, kostet aber in anderen Shops 50 und da gab es dann auch noch Rabatte drauf. Bei Beauty Bay, die haben wenigstens es so gemacht, dass einige Marken halt nur die und die Produkte halt gezeigt haben. Aber da war ich echt ein bisschen schock, muss ich sagen. Fand ich jetzt nicht so toll, ein bisschen unelegant, weil jemand, der regelmäßig Make-up shoppt, der weiß definitiv, was kostet. Und da kann man halt nicht so gern so tricky unterwegs sein, ja. Von den Black Friday Boxen von der Hattie und Sarah war wirklich die Hatice Schmidt unfassbar gut. Also das ist allerdings ein Produkt, muss ich jetzt auch wieder dazu sagen, das einfach aus dem Stock gegangen ist. Ich auf der Glow haben die das uns an den Kopf geschmissen. Da muss ich halt sagen, ja, so oder so ist wahrscheinlich ein Restbestand darauf drauf ausgegangen. Mir ist es halt ganz arg wichtig, euch darüber aufzuklären, dass zum Beispiel sowas wie die Preise, also vergleicht wirklich. Ihr könnt auf der Anastasia Beverly Hills Seite sehen, dass die wirklich 43 Pfund kostet. Die kostet dann so um die 50 Euro und keine 59 Euro. Es sind halt 10 Euro draufschlagen, minus die 20% gibt dann den Originalpreis und somit habt ihr eigentlich gar nichts gespart. Wir machen jetzt mal weiter mit Body Shop. The Body Shop ist schon seit vielen, vielen, vielen Jahren Begleiter in meinem Bad. Und ich habe einen so einen tollen Beutel bekommen, weil ich für über 30 Euro einkaufte. Ich habe gerade 40 Euro. Und zwar habe ich zum einen die The Body Shop Moringa. Und zwar sind es 750 Milliliter für 13 Euro. Das hört sich erst ein bisschen viel an. Aber Leute, dieses Moringa wird bei uns von Mann und Frau benutzt. Es riecht so lecker. Das ist Jasminblume, sowas ähnliches wie Jasmin. Und es riecht einfach geil. Ihr könnt damit euer Gesicht waschen. Es ist sehr mild. Und die Marke ist auch cruelty-free. Und das gefällt mir wahnsinnig gut bei The Body Shop. The Body Shop macht auch sehr viele Spendenaktionen. Ihr habt jetzt zum Beispiel den Jute-Sack für 2 Euro gekauft. Und das geht in ein Tropenwald-Projekt, um Orang-Utans zu retten. Und das habe ich jetzt auf jeden Fall gekauft. Weil da kann ich jetzt zum Beispiel von meinem kleinen Neffen die Sachen reintun. Und dann habe ich noch Items von der neuen Christmas LE rausgeholt. Nach Weihnachten findet ihr bei Body Shop immer unnormale Sales, weil die ganzen Sachen für Weihnachten Richtung Frühjahr natürlich aus dem Stock rausgehen. Und da habe ich hier einmal Vanilla Marshmallow. Und Leute, das riecht so lecker. Also ich liebe die Body Shop Düfte. Ich habe auch eine ganze Schublade davon. Und die Body Butters, die Butterdinger sind so geil. Also ich benutze sie schon so viele Jahre. Ich habe auch bestimmt 10 Butter verschiedenste im Ding. Welche ich auch mega empfehlen kann, sind die Body Scrubs. Also diese Zucker-Peelings, die sind auch immer mega geil. Und die sind auch toll für eure Haut. Also die ölen gleichzeitig, pflegen die. Und ich habe mir sogar ein Stück Seife mitgenommen. Und zwar von dieser Vanilla-Ding gibt es nämlich Seife. Und ich benutze tatsächlich für meinen Körper und manchmal auch ein Stück Seife von dieser Marke für meine Pinsel, weil dann riechen die Pinsel einfach sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir zu dem, wo ich mich am meisten drüber freue, euch zu zeigen. Weil ich habe bei Primark wieder so geile Tools und Items gefunden, Pinsel, die wirklich so fett geil sind. Die muss ich euch unbedingt zeigen und das tun wir jetzt auch. So, ich habe jetzt den Primark-Teil für euch. Und zwar, ich habe ja
wie ihr bestimmt, wenn ihr auf mein Instagram folgt, geht da sehr gerne mal vorbei unter Jenny What Else YouTube. Da poste ich so gut es geht wirklich täglich immer irgendein kleines Bildchen oder geht kurz auf die Insta-Stories, erzähle euch gerade, was ich treibe. Und auf jeden Fall findet ihr den Namen hier unten. Wir haben uns für einen kleinen Chihuahua-Welpen entschieden. Und zwar ist das hier der kleine Nanook. Er ist momentan 5 Wochen alt. Er wird mit knapp etwas 11 Wochen bei uns einziehen. Er wird auch bei mir in die Arbeit mitkommen. Das ist bestimmt mega witzig. Ich habe, das könnt ihr tatsächlich auch, wenn ihr Pfleger da draußen seid und einen Hund habt, fragt doch einfach bei euch in der Einrichtung nach, wie es aussieht mit Hunden. Es gibt tatsächlich sehr viele Heime, die das Halten eines Hundes, beziehungsweise dass ihr praktisch einen Hund in der Einrichtung habt, auch befürworten. Die sagen dann niemals nein, weil die einfach sagen, hey, bevor die Leute gar nicht bei uns arbeiten können, weil sie halt niemanden haben für den Hund, können sie auch gerne den Hund. Nanook wird mich begleiten in die Arbeit. Eli hat überhaupt keinen Bock da drauf. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich Eli weniger lieben werde. Er wird immer unser erstes und größtes Baby sein. Er ist ein Riesenbaby. Und der kleine Krishna, der liegt jetzt hier oben im 3. Stock in seinem Bäumchen, der ist auch kein Baby mehr. Wir haben uns schon, ich habe mich schon vor vielen, vielen, vielen Jahren für den Eli entschieden. Da ist ein wunderschöner Hund. Ihr seht ihn hier. Das war übrigens bei einem Convestheim bei uns, bei einem Shooting. Da haben wir Bilder mit unserem Handy gemacht. Im Sonnenuntergangslicht, total schön sind die Bilder geworden. Eli ist uns unfassbar wichtig. Also Eli ist unser Kind, unser Ein und Alles. Aber ich habe halt schon gemerkt, mir fehlt es halt irgendwie. Ich bin jeden Tag mit dem Hund Gassi, ich bin unterwegs. Und ich fand halt immer so kleine Hunde immer mega, mega süß. Natürlich müsst ihr euch genau darüber im Klaren sein, weil wie ihr das machen wollt. Dann ist da noch der Aspekt zum Beispiel, er wird auch einige und viele Tage im Monat bei meinem Vater sein. Er wird ihm auch Gesellschaft leisten. Er wird ihm ein bisschen Freude bringen. Er wird ihn auch dazu bewegen, raus mit ihm gehen zu müssen. Natürlich, der Nanook muss Kacka machen und Pipi machen. Der Papa wird ja wohl kaum gucken, dass der auf den Teppich kackt. Papa, I see you. Mutter weiß alles. Und deswegen habe ich mich entschieden, den Hund aufzunehmen. Wie gesagt, es ist ein Teil von unserer Familie, aber mein Papa wird sehr, sehr viele Tage mit ihm verbringen. Und die Erziehung übernehme ich mit meinem Mann, beziehungsweise eigentlich ich und auch meine Schwiegermutter. Schwiegermama wird auch mitmachen. Der kleine Mann wird auch kastriert. Also bei uns ist es so, wir möchten nicht, dass Tiere unkastriert bei uns in der Wohnung sind. Bei Katzen hat es was sehr mit Sauberkeit und territorialem Verhalten zu tun. Bei Hunden ist es leider nicht viel anders. Also unser Hund hat furchtbar gerammelt und hat dann Triebe bekommen, denn ich nicht mehr Herr geworden bin, auch nicht durch Erziehung. Und nach der Kastration ging es ihm auch psychisch sehr viel besser. Er hat nicht zugenommen. Also Eli war immer schon ein also guter Hund, der jetzt nie fett war oder so. Der hat jetzt vielleicht mal, wenn er ein bisschen zu viele frisst oder zu viel irgendwo zusammenkriegt. Hat er schon ein bisschen zugenommen, aber ansonsten, wie gesagt, Nanook wird zu gegebenenfalls, wenn er ein Jahr alt ist oder ein bisschen davor, wird er kastriert, weil ich möchte das einfach auch nicht, dass die da dauernd läufigen Hündinnen hinterherrennen. Ich finde das auch nicht in Ordnung, wenn praktisch Rüden diesen Drang also des sexuellen Aktes empfinden, aber im Prinzip dem nicht ausleben können. Somit unterbinde ich das lieber gleich mit der Kastration. Also wir machen das. Wir haben so wunderbare Ergebnisse. Unser Hund ist vollkommen normal und überhaupt nicht gestört. Und wir haben für Nanook, ich habe jetzt hier mal so ein Schläuchlein, ja. Ihr müsst euch vorstellen, Nanook ist mega, mega klein, ja. Und er wird mega frieren. Und ich habe in einem Forum gelesen, dass die diese Stulpen tatsächlich nehmen, die machen hier einfach zwei kleine Löcher rein und stülpen das praktisch über den Kopf des Hundes. Und somit hat er einen ziemlichen Oversize-Pulli. Und da habe ich jetzt 4 € für gezahlt. Kleidung für Chihuahuas ist sehr, sehr teuer, Leute, kann ich euch sagen. Ich werde auch, wenn der Nanook da ist, euch einen kleinen Haul zeigen. Also einen Haul zeigen, was ich für Nanook eingekauft habe, was jetzt wichtig ist für mich. Sehr guter Tipp ist auch, wenn ihr in Facebook-Gruppen geht und einfach dort mal fragt, Leute, was brauchen Chihuahuas eigentlich? Habt ihr was? Eine Ahnung? Dann schreiben die euch so bereitwillig ganz tolle, also da gibt es Gruppen, da gibt ihr einfach mal Chihuahua in die Suchleistung ein und dann klickt ihr euch mal durch. Da sind wirklich tolle Mädels dabei, die euch schreiben, hey, wir haben zum Beispiel eine Tragetasche tatsächlich gebraucht und die Marke vom Mantel, die passen tatsächlich. Was bei Nanook gerade ein echtes Problem ist, ich lasse gerade im Facebook diese Mäntel machen, seht ihr die? Weil der ist so klein, wenn er kommt. Also ich habe den hier auf der Hand gehabt und der hatte noch mir jede Menge Platz am Rand. Das heißt wirklich, ihr habt wirklich ein Problem. Den Hund, der ist so klein,
dass der praktisch komplett auf eure Hand passt und vielleicht etwas drüber quillt, wenn er dementsprechend in 4 Wochen einzieht. Deswegen schaut euch einfach um. Es gibt sehr viele Damen, die können super stricken und häkeln. Meine beste Freundin kann zum Beispiel nähen. Ich habe sie gefragt, ob sie vielleicht mal gucken kann, ob sie da was hinkriegt. Sie hat gesagt, ja, sie guckt sich mal nach Schnittmustern um. Also ich kann euch echt nur empfehlen, ihr könnt sehr günstig Kleidung kaufen. Ich habe beim Fressnapf von meiner Freundin habe ich einige gebrauchte Geschirre. Die muss ich euch zeigen. Die sind so süß. Ich dachte, ich muss sterben. Und zwar habe ich hier schon eine größere Auswahl an Geschirren gekauft. Und zwar, Leute, die sind mega klein. Also ich habe hier zum Beispiel schon Wintergeschirr. Also Chihuahuas frieren halt nun mal sehr schnell. Ich habe hier schon mal eins in der Größe S und habe hier ein Baby. Also es sieht so groß aus, aber es ist echt nicht groß, Leute. Wenn ihr Ida seine sehen würdet. Und habe halt in diversen Farben. Die findet ihr gerade im Black Friday. Zum Beispiel gab es bei Fressnapf auch. Da gab es so eine Wühlkiste und da habt ihr jede Menge gefunden. Für mich gab es lediglich einen Pulli. Ich habe einfach einen Oversize grünen Pulli gesucht und tatsächlich einen gefunden. Und habe noch eine Tasche gefunden, die ich sehr, sehr schön fand als Beutel. Den werde ich meiner Schwiegermutter schenken, weil die hat immer nicht so viele Taschen. Und ich reg mich da immer so auf drüber. Und ich finde, dass es ihr ganz gut stehen könnte. Die hat mich jetzt 7 € gekostet und das ist dann super geschenkt. Die wird sich später definitiv freuen, weil ich sehe sie später zum Gassi gehen. Oder halt mittags. Ich habe jetzt mittags gedreht, also mittags. Und jetzt habe ich hier noch eine kleine Tüte. Und zwar, ich habe jetzt hier einen Bowl Makeup Brush Cleanser. Das ist praktisch ein Ding für 3,50 €. Das ist praktisch, da könnt ihr praktisch Seife reinmachen und eure Brushes schön putzen drinne. Ich habe mittlerweile ja wirklich also ich habe so eine kleine Obsession ja für Pinsel. Und das ist wirklich heftig geworden. Ich muss auch wirklich viel putzen. Also ich kann mittlerweile, also ihr müsst auch wirklich gucken, dass ihr sehr sorgsam mit euren Pinseln umgeht. Ich komme gleich. Hallo. Mir ist die Schere gerade runtergefallen, weil ich mache die Etiketten gleich mit ab. Ihr müsst sehr sorgsam mit euren Pinseln sein, ihr müsst sie regelmäßig waschen. Und dann habe ich diese Ohren gefunden und ich dachte, ich muss sterben. Passend zu meiner absoluten, ich liebe Haarreifen. Ich weiß nicht, ich schminke mich tatsächlich so vor meinem Spiegel. Und habe dann, ich habe noch Zopfgummis mitgenommen. Ich liebe Zopfgummis. Gerade diese ganz weichen, diese Oldschool, ja. Hier sind kleine Minis und Mickeys drauf und das ist ein ganz normal schwarzes. Dann habe ich voll geil diese Kerze gekauft und zwar Berry Spice. Ich liebe diese Kerze, die riecht unnormal. Ich habe jetzt eine gehabt und habe mir noch zwei gekauft. Und dann habe ich zwei Paletten entdeckt, Leute. Und ich fand die sowas von geil. Ich habe die geswatcht im Laden und ich guck mal, dass ich euch hier auch was geswatcht kriege. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit Face-Produkten von Primark. Ich habe euch ja letztes Mal in meinem Haul ja gezeigt, wo ich auch schon Primark-Items drin hatte. Das ist die Rose Quartz. Die ist ziemlich leicht. Die hat aber wirklich, wirklich schöne Töne. Und zwar ist das eine, das erinnert mich so ein bisschen an dieses Anastasia Beverly Hills Radiant Glow. Der hat ganz, ganz tolle roséfarbene Highlighter drin, die wirklich sehr subtil sind. Und die gefallen mir sehr, sehr gut, die Paletten. Die kostet 6 €, da macht ihr auch echt nichts kaputt. Und dann haben wir hier noch den, oh, das heißt Opal Opal. Und der hat zum Beispiel sehr, sehr natürliche Highlighter-Töne, aber sehr, sehr schön. Also ich liebe die Highlighter von Primark. Auch einen sehr eisigen. Die Highlighter von Primark haben eine tolle Konsistenz, wirklich. Und dann habe ich was entdeckt, das habe ich gar nicht gesehen. Und zwar habe ich hier, seht ihr den? Dieses Teil habe ich euch neulich gezeigt. Und Leute, der ist wunderschön. Wenn ihr diese Double Dimension Highlighter von Primark noch findet, Leute, dann definitiv geht sie euch kaufen. Die sind affengeil, sage ich euch. Ich habe ja davon auch ein Backup und ich habe immer Backups von Primark-Produkten, weil grundsätzlich, wenn sie einmal gekommen sind, kommen sie halt nicht wieder. Und wenn ihr auch Primark-Sachen gefunden habt, gell, dann kauft sie gleich, weil für gewöhnlich kommen die nicht mehr wieder. In einer ähnlichen Form ja, aber nicht 100%. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Ich kann jetzt gerade dieses Ding gar nicht so richtig aufmachen. Das ist so schwierig, die sind so krass verpackt, die Teile.
Ah, okay. So, das ist praktisch, die Farbe ist Spotlight. Und Spotlight ist ein wunderschönes Roségold changierend. Und Leute, ich ahne es. Oh mein Gott. Also, die sind fast eins zu eins das gleiche. Das ist so krass. Das ist tatsächlich echt ein Dupe zu dem MAC. Ich halte euch mal die nebeneinander. Also, da könnt ihr nicht sagen, dass es nicht dasselbe ist. Von der Konsistenz sind Primark Highlighter super buttrig, Leute. Super buttrig. Ich denke auch eher etwas für Leute, die so ein bisschen dunkler sind wie ich. Aber wunderschöner Highlighter. Der wird safe benutzt, bis er kaputt geht. Dann habe ich hier noch eine Tapered Blush Brush. Super geile Line, sage ich euch, diese Brushes. Auch hier die Eyebrow Brushes. Das ist praktisch so ein Eyebrow Set. Aber ich muss ja meine Augenbrauen nicht, aber ich hätte gern dieses angewinkelte. Sehr, sehr schöne Pinsel. Dann habe ich eine Large Powder Brush. Und Leute, die sind so weich. Diese Primark Brushes, die sind halt auch super schön festgebunden. Also es sind Synthetic Brushes. Die sind halt auch nicht zu läpprig, ja, sondern sind schön festgebunden und ich finde die super hochwertig. Ich mag das, wenn die sehr sleek aussehen. Dann habe ich mir noch einmal einen Smoky Eye Brush gekauft. Das sind diese Blender. Und noch zweimal Tools. Einmal so einfach eine Wimpernzange, beziehungsweise nicht Wimpernzange, sondern Tweezers, also praktisch Augenzupfdinger. Ich benutze die Dinger, weil die etwas länger sind, tatsächlich um Wimpern aufzusetzen. Und dann fand ich was so cool. Ich habe keinen Spitzer, Leute. Ich habe 1 Million Paletten, aber keinen Spitzer. Schande über mein Haupt, ja. Und ich habe jetzt hier einen Sharpener gefunden. Das ist praktisch so ein, wie nennt man denn das? So ein Spitzer, ja. Das ist ein Spitzer für die verschiedensten Größen, was ich genial finde, weil irgendwie, man hat ja, also ich habe zwar zu Hause Kajalstifte, aber manchmal, also ich habe jetzt neulich einen Spitzer gesucht und ich hatte einfach keinen. Und das war, wie gesagt, auch mein Haul. Leider Gottes sind bei Black Friday nicht immer gute, also mittlerweile, wenn ihr sehr shopping-erprobt seid, wie ich oder ihr, genug Leute da draußen, die definitiv shopping-erprobt sind, schaut einfach ganz, ganz genau hin. Weil, wie gesagt, das mit der Anastasia Beverly Hills Palette hat mich furchtbar aufgeregt. Die Alida und ich waren uns beide derselben Meinung, dass praktisch das ein ganz komischer Sale war. Also 20%, aber dann dafür die Preise ein bisschen angehoben. I don't like it. Also wie gesagt, bei Beauty Bay habt ihr... Also ich glaube, Beauty Bay hat die krassesten Sachen rausgehauen. Bei BH Cosmetics gab es auch 35%. Bei Anastasia Beverly Hills auf der UK-Seite habt ihr, glaube ich, auch richtig, richtig sparen können. Nur für mich ist es jetzt echt schon wieder Feierabend mit Make-up. Ich habe wirklich genug gekauft dieses Jahr, aber ich habe es wirklich für mich gekauft, nicht nur für meinen Kanal. Also ich habe was getestet, aber zum Beispiel jetzt so ein Highlighter, der hat jetzt, ich glaube, 28 € gekostet oder so. Ich gönne mir das wahnsinnig gerne, weil ich trage die auch sehr, sehr gerne. Ich habe auch eine fette Kuhle in dem an. Ich zeige euch mal den anderen Highlighter. Der andere Highlighter, der ist, ich glaube, hier hinten gewandert. Ich habe den gestern noch hier gesehen. Der war hier hinten. Den habe ich wahrscheinlich jetzt hier. Ich habe ganz, ganz tolle Highlighter von diesen LEs mir gekauft gehabt. Und muss euch ehrlich sagen, ich bin absolut begeistert von diesen MAC Highlightern. Sie sind toll. Sie sind wirklich wunderschön. Ihr seht ja wirklich die... Also ich habe wirklich Textur auf meiner Haut. Seht ihr ja hier. Aber es ist nicht so krass offensichtlich. Und ich hoffe, wie gesagt, dass auch diese Primark-Teile euch super gefallen. Ich gehe so gerne in den Primark. Ich habe zum Beispiel das Oberteil ist vom Primark. Das kostet 6 €. Meine Socken sind vom Primark. Ich mag die Marke sehr gerne. Ich mag auch diese ganzen innovativen Sachen, die sie einfach rausbringen. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich da nicht meine Leben und meine Seele verkaufen muss. Das sieht da bei Beauty Bay schon ein bisschen anders aus. Auch Beauty Bay... Verdammt geiler Job für Black Friday. 30% wirklich auf fast alles. Nur ganz wenige Ausnahmen gab es da. Und ich muss euch echt sagen, Black Friday ist so eine Zeit, wo ihr echt raussuchen solltet. Colourpop hat mich mega enttäuscht. Da gab es nur 30% auf Lippenprodukte. Ja, so teuer sind die jetzt nicht, dass man die nicht mal auch so bestellen kann. Nur jetzt zum Beispiel bei High-End-Sachen empfehle ich euch einfach, sucht euch einfach einen Anbieter, wo ihr wirklich, wirklich richtig Geld sparen könnt. Und damit beende ich dieses Video auch und wie gesagt, macht auf jeden Fall bei meiner 1000 Abonnentenverlosung mit. Mein nächstes Ziel sind es 1500 Abonnenten noch zu knacken bis
Ende des Monats, beziehungsweise bis Ende des Jahres. Hi, Lilly. Meine Lilly ist schon wieder hier. Lilia. Lilia. Beppi. Wer meine kleine meckernde Kuh noch nicht gesehen hat, das ist die Lilly. Lilly ist eine Bengali, ein Bengal-Mix, wie ihr seht. Sie hat auch unfassbar geiles Fell. Ich liebe alle meine Tiere. Ich freue mich auch sehr, dass wir noch eine Edition dazu bekommen. Es ist sehr viel Arbeit, Leute, wenn ihr Haustiere habt. Es kostet unfassbar viel Geld, unfassbar viel Zeit, aber es gibt euch so viel Liebe. Also ich bin grundsätzlich, mir ist nie kalt im Bett, denn ich schlafe immer grundsätzlich mit irgendeiner meiner Katzen oder mein Riesenhund kommt. Wenn der kleine Le Petit kommt, dann werde ich euch definitiv ihn zeigen und auch mal zeigen, was ich für ihn gekauft habe. Also so eine kleine Modenshow, was ich praktisch, was halt diese Chihuahuas halt bräuchten, weil ich glaube, es gibt ganz viele da draußen, die sehr viel Modeopfer sind, die halt kaufen, weil sie denken, das ist gut, aber es ist oft nicht so. Unser Hund soll hier mit praktisch, also eine Art therapeutischer Hund sein für meinen Dad. Er hat es auch echt verdient. Wir haben praktisch mit meinem Papa ein Abkommen. Er kümmert sich natürlich auch mit und mit Erziehung, glaube ich, das schafft er nicht mehr so ganz, weil dafür hat er einfach schon, ist er einfach zu lange aus der Übung raus, einfach einen Hund dauernd bei sich zu haben. Und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Momentan ist es sehr, sehr anstrengend, Videos zu drehen, weil ich einfach gerade zu wenig komme. Ich habe gerade sehr, sehr große Blöcke zu arbeiten vor Weihnachten. Es ist sehr, sehr stressig. Und ich hoffe, ihr seht mir das nach, meine Lieben. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder.